Auch wenn das neue Eismeer noch nicht komplett geöffnet ist, passiert doch viel hinter den Kulissen der 8000 Quadratmeter großen Polarwelt. Der erste Pinguin-Nachwuchs ist geschlüpft. Bei der täglichen Kontrolle zeigt sich, ob es dem Nachwuchs gut geht und wie er sich entwickelt hat. Bei ihrer Geburt haben Humboldt-Pinguine ein Gewicht von rund 80 Gramm. In den ersten Tagen nehmen sie nur sehr langsam zu, rund 10 bis 20 Gramm pro Tag. So. Wir wiegen immer vor der ersten Fütterung, dass wir ein konstantes Gewicht haben. Also die Eltern haben jetzt quasi noch nichts gegessen. Und dadurch haben wir wirklich auch die Chance, dass alle Jungtiere noch nichts zu fressen bekommen haben und dass nicht einer schon, weiß ich nicht, mit 50 Gramm vollgestopft worden ist, der andere nicht. Die tägliche Prozedur ist für die Jungvögel aufregend. Für den einen mehr, für den anderen weniger. So, Mäuschen. Das ist jetzt der zweitälteste. Oh, du musst da oben sitzen. Alles gut. Guck mal, jetzt sieht er hin. Hey! So. Alles gut. Komm, du hast jetzt die Kleider auch gut gemacht. 1910. Seit sie geschlüpft sind, wird alles genauestens dokumentiert. Von gestern zu heute hat er 50 Gramm zugenommen und das ist eigentlich gut. Also die nehmen jeden Tag so zwischen 50 und 100 Gramm zu und er ist jetzt 27 Tage alt, der größte, und das ist optimal. Also besser kann es eigentlich nicht laufen. Nach kurzer Zeit geht es schnell wieder raus zu Mama und Papa Pinguin in die ersten Brutkästen. Lautstarker Protest schlägt dem grünen Störenfried entgegen. Na, Daddy? Nach der Aufregung werden die Pinguinnerven mit einer großen Portion Frühstücksfisch wieder beruhigt. Im Verhältnis zu unserer alten Anlage haben unsere Pinguine wirklich einen super Gewinn gemacht. Das heißt, die Anlage ist eigentlich von Grund auf natürlich gestaltet. Die haben Felsen auch im Wasser überall. Das Becken hat sich extrem vertieft. Also so ein tiefes Becken sind unsere Humboldt-Pinguine bis jetzt nie gewohnt gewesen. Die können richtig tief tauchen, aber die haben natürlich wirklich einen super Gewinn gemacht. Haben auch ganz natürlich gestaltete Bruthöhlen und sogar im bepflanzten Bereich, wo zurzeit der Rasen zwar noch anwächst, aber wenn wir dann eröffnet haben, dann werden die Pinguine auch auf diesen Bereich gehen dürfen.